Willkommen zurück zu Medizintechnik 2. Heute möchte ich mit euch gerne über Mikroskopie uns weiter unterhalten und insbesondere wollen wir uns heute Kontrastmechanismen angucken. So, also Kontrastmechanismen. Nun, der allereinfachste Kontrastmechanismus ist die sogenannte Hellfeldmikroskopie. Hierbei wird einfach das entsprechende Untersuchungsobjekt durchstrahlt, bestrahlt mit einem hellen Feld und dadurch können wir dann optisch untersuchen, was vor der Linse zu sehen ist. Ist sehr günstig und ist sehr, sehr breit verbreitet in der Biologie, gerade um Zellen zum Beispiel zu studieren. Die eigentliche Bildgebung funktioniert auf dem Prinzip der Absorption. Wir durchleuchten also den Objektträger und sehen dann auf der anderen Seite, welche Farbkomponenten fehlen und kriegen dadurch eine Bildformation. Die Hintergrundlinse, weil dieser Hintergrund eben entsprechend hell ist durch die Beleuchtung, spricht man von der Hellfeldmikroskopie. Wie ist so ein Mikroskop aufgebaut? Also ganz ähnlich, wie wir das hier besprochen haben. Wir haben eine Lichtquelle, die durch so eine spezielle Linse hindurchgeschickt wird, um eben Beleuchtung auf einen kleinen Teil zu fokussieren. Dort gibt es dann die Objektlinse und diese wird dann auf das Augenstück abgebildet, damit wir dann im Auge sehen können, was auf der anderen Seite passiert ist. Natürlich kann ich mir damit verschiedene Zellen ansehen und hier ist jetzt das Bild einer Zellkultur zu sehen. Wir sehen, dass es hier verschiedene Formen von Zellen gibt. Und diese sind hier tatsächlich dadurch bestimmt, dass einige Zellen an dem Objektträger festkleben, während andere eben solche Haufen bilden und in Suspension schwimmen. Hier können wir jetzt zum Beispiel verschiedene Zellen uns ansehen und diese Zellen können wir also sehr gut auflösen. Hier an dem weißen Balken rechts oben sieht man, dass dieser eine abgebildete Länge von ungefähr 50 Mikrometer hat. Leider fehlen uns jetzt hier noch andere Informationen, was diese Zellen eben gerade tun. Wir können lediglich die Absorption messen. Aus diesen Gründen hat man das eben weiterentwickelt und dazu zum Beispiel Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt. Hier wird wieder ein Hellfeldmikroskop benutzt, aber wir setzen zusätzlich noch Fluoreszenz ein. Das heißt, wir bringen ein Kontrastmittel ein, das angeregt werden kann, so dass es in einer bestimmten Farbe leuchtet. Und dieses Kontrastmittel wird dann so eingesetzt, dass es eben spezifisch ist. Wenn wir jetzt unterschiedliche Kontrastmittel haben, dann können wir die so generieren, dass sie eben auf verschiedene Wellenlängen ansprechen und dann auch mit unterschiedlichen Wellenlängen reagieren. Und damit kriegen wir quasi Farbeffekte hinein. Wir haben hier verschiedene Mineralien, die wir anregen können, die dann in unterschiedlichen Farben leuchten und damit können wir zusätzlichen Kontrast mit in unser Bild bringen, indem wir spezielle Kontrastmittel aufbauen, die dann bestimmte Effekte in Zellen visualisieren können. Also hier haben wir quasi eine Lichtquelle, die durch einen Filter geschickt wird, um eine bestimmte Farbe zu selektieren. Mit dieser Farbe wird dann das Objekt angeregt, es fängt an selber zu leuchten, es fluoresziert und das passiert natürlich in einer anderen Farbe, so wie es eben angeregt wird. Und diese Farbe wird dann durch die entsprechende Mikroskopoptik wieder auf das Auge projiziert und wir können unterschiedliche Fluoreszenzeffekte in den Bildern beobachten. Also wir bekommen Bilder mit sehr hohem Kontrast im Vergleich zu diesen Hellfeldbildern, weil wir eben diese fluoreszierenden Stoffe im Bild haben. Und dadurch, dass wir eben das fluoreszierende Kontrastmittel so designen können, dass es nur spezielle biologische oder physikalische Prozesse darstellt, können wir eben verschiedene biologische Prozesse beobachten. Also zum Beispiel lässt sich mit den richtigen Kontrastmitteln unterscheiden, ob Zellen noch leben oder tot sind, indem man ein Kontrastmittel aufbaut, das eben diese Unterscheidung zulässt. Die grundlegende Frage hier ist jetzt, welche Zellen sind tot und welche leben noch? Wir haben sowieso kein Kontrastmittel in den Zellen, also leuchten die auch nicht. Also müssen wir irgendwie dieses Material in unsere Zellkultur einbringen. Das bringt uns dann zum zweiten Problem, dass natürlich hier das Material dann zunächst mal alle Zellen irgendwie einfärbt. Natürlich die Toten wie die Lebenden. Das ist natürlich nicht so geschickt. Und die Lösung dafür ist, dass wir jetzt ein Material nehmen, das quasi nur innerhalb von toten Zellen visualisiert werden kann. Zum Beispiel, wenn wir Propidiumiodid einsetzen, das tatsächlich nur von toten Zellen aufgenommen wird, weil es nur dann
die Zellmembran durchdringen kann und sich dann auch in diesen Zellen sammelt. Und das kann man dann kombinieren mit unserem Hellfeldbild. Hier links ein Hellfeldbild von Chinese Hamster Ovary Cells. Und dort sehen wir natürlich nicht, welche Zellen noch leben und welche nicht. Aber wenn wir das jetzt kombinieren und überlagern mit dem Bild rechts, dann sehen wir dort nur die Verteilung des fluoreszierenden Kontrastmittels. Und wir können deutlich sehen, dass nur Zellen, die dieses Kontrastmittel enthalten, auch tatsächlich putz sind und alle anderen Zellen noch leben. Und damit kann man zum Beispiel untersuchen, welche unterschiedlichen Reagenzien welche Einflüsse auf Zellen haben, was sorgt dafür, dass Zellen eben kaputt gehen und andere Zellen überleben. Warum sehen wir jetzt nur die toten Zellen? Lebende Zellen sind typischerweise selektiv permeabel, das heißt, sie lassen nur in die Zelle hinein, was auch mit einem entsprechenden Rezeptor ausgestattet ist, damit es durch die Zellmembran eindringen kann. Wenn so eine Zelle stirbt, dann ist diese Eigenschaft zerstört und das Kontrastmittel kann durch die Zellmembran eindringen und das Kontrastmittel bindet dann an die RNA- und DNA-Rezeptoren innerhalb der Zelle und sorgt dann dafür, dass die Konzentration um ein 20- bis 30-faches ansteigt. Und das führt dazu, dass wir eben auch hohe Fluoreszenzeffekte beobachten können. Die lebenden Zellen werden nicht betroffen, weil die Zellmembran in Ordnung ist und deswegen wird eben auch keine Färbung erzielt. Ein Nachteil von solchen Verfahren ist, dass natürlich die Färbung und das Kontrastmittel zusätzliche Effekte auslösen können. Wir haben also dieses Beobachterparadoxon. Sobald wir anfangen, etwas zu beobachten, sind wir potenziell auch dabei, die Situation zu verändern. Es gibt noch andere Verfahren, die eben ohne Kontrastmittel arbeiten können und dazu gehören die Phasenkontrastmikroskopieverfahren. Und hier wieder das Problem, dass quasi unser Hellfeldmikroskop uns nur die Absorption des Lichts darstellt, aber wir damit im Wesentlichen transparente Objekte nicht beobachten können. Die keine Absorption hat, sehen wir alle nicht. Und wenn wir ein transparentes Objekt haben, wird es einfach durchstrahlt, wir haben keinerlei Kontrast im Bild. Aber was sich natürlich ändern kann, ist die Phase des Lichts. Also wenn sich die Amplitude nicht ändert, kann es sein, dass sich die Phase verändert, dadurch, dass wir eben durch unterschiedliche Medien laufen und es zu einem Phasenversatz kommt. Ja, was ist das jetzt nochmal mit dem Licht, der Phase und der Amplitude? Das haben wir hier in dieser Grafik ein bisschen zusammengefasst. Wir haben Licht, das hat eine gewisse Wellenlänge und eine gewisse Amplitude, was wir in A sehen. Im B haben wir jetzt ein Amplitudenobjekt und das Amplitudenobjekt absorbiert, sprich es verändert die Absorption und nachher ist der Ausschlag meiner Welle nicht mehr so stark und das resultiert in einer Veränderung des Absorptionssignals und dazu, dass wir einen Kontrast im Hellfeldmikroskop sehen. Ein Phasenobjekt verändert nicht die Absorption, es ist damit also durchsichtig. Aber was es verändert, ist, dass sich die Geschwindigkeit der Ausbreitung der Welle innerhalb des Objekts ändert und dadurch kommt es zu einem Phasenversatz. Wir sehen also den Wellenberg an einer anderen Stelle, als wir ihn eigentlich sehen. Das ist der sogenannte Phasenkontrast. Das große Problem ist, dass wir mit unseren Detektoren typischerweise nur die Amplitude messen können und wir haben keine physikalischen Geräte, mit denen wir die Phasenveränderung sehen könnten. Aber es gibt die Idee von Zernike und Zernike hat letzten Endes einen Filter entworfen, der in der Lage ist, die Veränderung in der Phase als eine Veränderung der Amplitude darzustellen. Nun, was ist der Trick? Naja, wir erklären das hier an dieser Stelle nur sehr grob. Wir können das Licht jetzt als komplexe Zahl modellieren und können zum Beispiel sehen, dass das einkommende Licht keinerlei Information enthält. So ein Phasenobjekt haben, dann verändert das nur eine kleine Veränderung der Lichtwelle und zwar orthogonal zu unserer Lichtwellenrichtung, dass wir eben diese neue Richtung O erhalten. Tatsächlich ändert sich aber die Amplitude im Wesentlichen überhaupt nicht und wir sehen so gut wie keinen veränderten Kontrast, weil wir eben alles in die Phasenrichtung beobachtet haben. Die Idee, die jetzt Zernike entwickelt hat, sorgt dafür, dass wir einen Filter verwenden, der dafür sorgt, dass die Phaseninformation in die Ebene der Lichtquelle hineingedreht wird.
Und damit haben wir jetzt eine starke Veränderung in der Amplitude. Und tatsächlich wird es im Mikroskop selber durch dünne Glasschichten realisiert, die diesen Zernike-Effekt auch. Können wir tatsächlich eine Veränderung der Phase in Amplitudenrichtung erreichen. Das ist letzten Endes eine Art Filterung, die wir hierbei einsetzen. Und die genaueren Details könnt ihr gerne bei uns im Skript nochmal nachlesen. Ich will euch hier die Idee nur ungefähr beschreiben, dass ihr seht, dass wir über entsprechende Filterungstricks diese Phase dann sichtbar machen können. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel, wie wir aus einem Amplitudenbild ein Phasenkontrastbild durch entsprechende Filterung erreichen können. Hier sehen wir Zellen, die nahezu unsichtbar im Amplitudenbild waren, können mit einem deutlich besseren Kontrast hier rechts realisiert werden in dem Phasenkontrastbild. Ja, was sind so die Beschränkungen der Lichtmikroskopie? Also es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten, Linsen zu kombinieren. Wir können vergrößern und immer wieder vergrößern, wenn wir verschiedene Linsen hintereinander schalten. Und jetzt ist die Frage natürlich, können wir unendliche Vergrößerungen erhalten? Und in der Geometrie haben wir gesehen, dass eine Punktquelle ein Punktbild erzeugt. Tatsächlich stimmt das aber nicht. Also wir haben immer eine gewisse Ausbreitung und tatsächlich gibt es eine obere Schranke für die sinnvolle Vergrößerung. Also diese obere Schranke ist das Limit, hinter das wir mit optischem Licht nicht sehen können. Und das kann man wie folgt bestimmen. Nachdem Licht eine Welle ist, wird es gebeugt. Und wegen der Beugung wird jetzt ein Punktobjekt nicht unendlich klein. Sogar am besten Fokus, es ist nicht unendlich klein. Und wir können tatsächlich von so einem möglichst kleinen Objekt das sogenannte Airy-Pattern aufnehmen. Und das wird eben erzeugt durch einen zentralen Punkt, quasi die sogenannte Airy-Disk. Und wir sehen, wenn wir das aufnehmen, dass sich diese Beugungsmuster um die Scheibe herum ausbilden. Diesen Radius der Airy Disk kann man tatsächlich bestimmen. Und hier spielt wieder unsere numerische Apertur, die wir schon uns im letzten Video angeguckt haben, hinein. Und diesen Radius bestimmen wir als 0,61 mal die Wellenlänge durch die numerische Apertur. Und wenn wir diese Disk jetzt eben sehr klein haben wollen, müssen wir natürlich kurze Wellenlängen nehmen und wir brauchen eine möglichst große numerische Apertur, um möglichst kleine Dinge zu visualisieren. Wie kann man das verstehen, was dort passiert? Naja, intuitiv, diese Airy-Patterns sind eben die kleinsten, die wir visualisieren können. Und wenn die näher und näher aneinander kommen, dann kann ich sie irgendwann nicht mehr unterscheiden. Und das ist genau das Limit unseres Mikroskops. Irgendwann sind diese Punkte, diese Airy-Disks so nah zusammen, dass sie eben wie eine Punktquelle erscheinen. Und das lässt sich auch tatsächlich bestimmen. Dieser Minimalabstand ist genau der Radius der Airy-Disk, also 0,61 mal die Wellenlänge geteilt durch die numerische Apertur. Wie können wir jetzt die Auflösung verbessern? Naja, wir können die numerische Apertur vergrößern. Wir können zum Beispiel versuchen, ein anderes Trägermedium zu wählen. Und das geht zum Beispiel mit Öl. Und dort können wir schon mal einen Faktor von 1,5 gewinnen. Und was können wir noch machen? Ja, die numerische Apertur ist natürlich von Sinus Theta beschränkt. Und natürlich ist das die obere Grenze von Sinus. Der höchste Wert, der auftreten kann, ist eben auch 1. Das heißt, wir können keine bessere numerische Apertur als 1,5 erhalten. Der andere Weg, den wir wählen könnten, ist eben kürzere Wellenlängen zu wählen. Und dies führt dann zum Beugungslimit oder Diffraktionslimit von optischem Licht. Und wir können uns jetzt quasi das direkt ausrechnen. Die zentrale Wellenlänge des sichtbaren Lichts ist ungefähr bei 550 Nanometer. Wir können feststellen, dass die beste mögliche numerische Apertur etwa bei 1,51 ist. Damit kriegen wir eine Rayleigh-Auflösung von ungefähr 222 Nanometern, also 0,2 Mikrometer. Mit optischem Licht werden wir keine kleineren Dinge beobachten können als 0,2 Mikrometer. Und diese Grenze ist das Beugungslimit des sichtbaren Lichts. Nun, was können wir tun, um noch weiterzugehen? Naja, wir können anderes Licht einsetzen. Zum Beispiel könnten wir ultraviolettes Licht einsetzen, dann sind wir in der Größenordnung von 300
bis 100 Nanometer. Wir könnten weiche Röntgenstrahlung einsetzen, harte Röntgenstrahlung oder sogar Elektronenstrahlen, die dann bis 5 Pikometer Vergrößerung erlauben. Aber wir sind eben nicht mehr in der Domäne vom sichtbaren Licht und das bedeutet natürlich auch, dass wir erhebliche experimentelle Aufbauten dazu brauchen, um solche Vergrößerungen zu erreichen. Also erlaubt uns quasi jede Wellenlänge einen anderen Teil der Nanowelt zu erforschen und das heißt auch, dass wir hier völlig neue Mikroskope bauen müssen und völlig andere physikalische Effekte einsetzen müssen, um die entsprechende Vergrößerung zu erreichen. So ein paar Nebenbedingungen. In UV-Strahlung haben wir schon das Problem, dass Glas bereits sehr stark absorbiert. Das heißt, wir können typischerweise nicht mehr unsere gängigen Linsen einsetzen, sondern müssen hier entsprechende Wege herumfinden. Beim Einsatz von Röntgenstrahlung ist der Brechungsindex sehr nah an dem Brechungsindex von Luft. Das heißt, hier wird das fokussieren. Und natürlich haben wir dann das Problem, dass wir keine ordentliche Brechung mehr haben und dann diese Vergrößerungseffekte der Linsen nicht mehr richtig verwendet werden können. Wir haben hier hauptsächlich Brechungseffekte, warum Linsen überhaupt funktionieren. Und das ist bei Röntgenstrahlung schwierig. Wir müssen hier spezielle Linsen verwenden, um das überhaupt durchführen zu können. Elektronenstrahlen können wir natürlich nur im Vakuum verwenden. Das heißt, wir können hier keine lebenden Zellen mehr beobachten, sondern wir müssen die Untersuchungsobjekte fixieren und können diese dann mit so einem Elektronenstrahlmikroskop abrastern. Generell ist es also sehr schwierig, solche hohen Vergrößerungen zu erreichen und tatsächlich wird es dann auch sehr teuer, solche Mikroskope aufzubauen, weil wir eben mit ganz anderen physikalischen Prozessen arbeiten müssen. Das braucht sehr große Hardware und natürlich ist es sehr kompliziert, schon allein die untersuchten Objekte richtig vorzubereiten, weil diese dann eben mit speziellen Verfahren vorpräpariert werden müssen, damit man später überhaupt ein Bild bekommt. Was sind so zukünftige Trends, die in der Mikroskopie demnächst passieren werden oder gerade erforscht werden? Natürlich die Lichtmikroskopie ist sehr, sehr, sehr praktisch im Vergleich zu der Elektronenmikroskopie, aber die Elektronenmikroskopie hat natürlich viel größere Vergrößerungen. Und dann stellen sich so Fragen, ist es möglich, dieses Beugungslimit zu umgehen? Können wir bessere Vergrößerungen in der Lichtmikroskopie bekommen? Ja, und dazu gibt es sogenannte Super-Resolution-Verfahren, die wir auch im Skript ein bisschen näher noch beschreiben. Und damit ist es tatsächlich dann möglich, noch weitere Vergrößerungen auch in der Lichtmikroskopie zu erhalten. Und Stefan Hell hat erst 2014 einen Nobelpreis in Chemie erhalten, weil er genau solche Super-Resolution-Verfahren entwickelt hat. Wenn ihr weitere Fragen habt, bitte stellt eure Fragen im Forum. Und ich kann euch wieder nur empfehlen, unser Skript anzuschauen. Hier sind noch viele weitere Details beschrieben, die auch vielleicht in späteren Jahren nochmal interessant sein könnten, wenn ihr euch mehr mit der Mikroskopie beschäftigen wollt. Ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören und hoffe, ihr habt immer noch Spaß an der Vorlesung. In den nächsten Videos werden wir uns dann weiteren Modalitäten widmen, insbesondere im nächsten Video der Magnetresonanztomographie. Also spannende Themen, die wir hier demnächst haben werden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.